Hallo, ich bin Philipp. Das ist der Gefahrenunterricht und ich möchte eine eher technische Tutorial-Folge aufzeichnen. Und zwar geht es um die Frage, wie man Audio gut schneiden kann. Das werde ich immer mal wieder gefragt, gerade wenn es um Podcast-Projekte geht. Und die Frage ist deshalb etwas tricky, weil es natürlich Windows und Mac-Systeme und Android und iOS gibt. Und was benutzt man da, wenn man eigentlich nur ein Tool möchte? Und was ich jetzt häufig verwende und was ich sehr intuitiv und einleuchtend finde, ist Anchor. Ich habe Anchor als Podcast-Tool schon mal vorgestellt. Das ist da unten verlinkt und da oben wird es dann auch gleich eingeblendet. Wenn ihr eine Vorstellung braucht, was Anchor ist, ich gehe jetzt hier davon aus, ihr habt ein Konto bei Anchor. Ihr benutzt das vielleicht auch, um einen Podcast zu publizieren. Das hier ist der Podcast Gedankenschacht, den ich dann auch unten verlinke. Es ist ein Podcast, mit dem ich mit Dejan Mihailovic zusammen mit Expertinnen über Kultur der Digitalität spreche, über ganz verschiedene Facetten. Das kleines Werbesegment. Jetzt aber zum Audioschneiden. Was ich mit Anchor machen kann, das ist jetzt, wenn ich eine neue Episode, eine neue Folge wähle, also ich klicke auf diesen Schaltknopf New Episode, dann habe ich hier eigentlich vier Schaltflächen. Der eine ist jetzt von meinem Kopf verdeckt, da komme ich dann gleich dazu. Record bedeutet, hier kann ich direkt Audio aufnehmen. Das habe ich in dem Einführungsvideo auch schon gezeigt. Das mache ich jetzt nicht. Ich kann auf Sprachnachrichten zugreifen, die mir Zuhörerinnen zugeschickt haben. Das mache ich jetzt auch nicht, weil ich keine habe. Und dann kann ich auf eine ganze Library zugreifen. Das sind all die Tonfiles, die ich schon hochgeladen habe. Wenn ich ein neues Tonfile hochladen möchte, dann kann ich es jetzt hier einfach reinziehen oder ich kann hier reinklicken. Und dann geht der Finder auf und ich kann jetzt hier, das ist ein M4A-File, das ist ein Tonfile, das könnte ich jetzt öffnen und hochladen. Mache ich jetzt nicht, weil es schon da ist. Jetzt geht es hier aber ums Schneiden. Das heißt dann, ihr habt da gewisse Dinge hochgeladen, die sind schon da. Also ihr könnt rohes Audiomaterial da einfach hochladen, so wie ihr es gerade habt, wie ihr es vielleicht mit dem Handy aufgenommen habt, da hochladen. Dann könnt ihr es hier dazufügen. Dann ist es hier jetzt in dieser rechten Schaltfläche da drin. Und dann könnt ihr hier wählen Split into Multiple Segments. Das bedeutet nämlich, ihr könnt die Folge aufteilen. Dann können Sie ein Stück anhören. Genau, jetzt geht's los. Und jetzt könnte ich hier einfach auf Split hier drücken. Das mache ich jetzt mal. Ich drücke Save and Split. Und jetzt ist dieses Audio in zwei Teile aufgeteilt worden. Und das ist eigentlich alles, was ihr braucht, weil jetzt könnt ihr natürlich Teile dazwischen rausschneiden, die ihr nicht haben wollt. Ihr könnt dann jetzt recht einfach hier Remove from Episode. Also wenn ihr ein Stück rausgeschnitten habt, was ihr nicht braucht, dann könnt ihr das wegwerfen. Wenn ihr am Anfang und Schluss was geschnitten habt, könnt ihr das wegnehmen und am Schluss habt ihr hier noch die Teile stehen, die ihr wirklich braucht. Das ist nicht Profimaterial, also ihr seht jetzt nicht die Tonverläufe und so weiter, aber es reicht aus, um ganz einfach Audio zu schneiden. Die andere Möglichkeit, natürlich gibt es eine Reihe von Tools. Ich werde unten dann auch ein paar verlinken, die professioneller sind als jetzt das, aber das ist wirklich so Basic Level auch für Schülerinnen und Schüler. Wenn ich wirklich nur einfach ein Stück rausschneiden will, was ich nicht haben möchte, dann kann ich sie mir anhören. Dort, wo ich denke, das ist jetzt der Punkt, wo ich stoppen möchte, kann ich das rausschneiden und bin so fertig. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr das Filmschneideprogramm eure Wahl nimmt, damit kann man sehr gut Audio auch schneiden. Die zeigen das häufig auch an. Und vielleicht noch zum pinken Punkt, was ist denn das? Wenn ich das erwische, mal gucken. Ja, es kommt sicher gleich. Ich klicke nochmal. Ich nehme mein Fenster weg. So, das sind Transitions. Und die Transitions sind Übergänge, also ich spiele was ab. Und jetzt kann ich das ist einfach eine Bibliothek von Übergängen, von Tonfiles, die ich jetzt hier hinzufügen kann. Und jetzt, wenn ich denke, irgendwie wäre es cool nach der Einführung, mache ich noch das hier. Dann kann ich das so zusammenfügen und die Reihenfolge, wie diese Beiträge hier angeordnet sind, das ist dann die Reihenfolge, wie sie in der Episode erscheinen werden. Also wenn ihr jetzt hier dann
Save Changes drückt, dann habt ihr letztlich die Folge, die dann so ist, wie ihr sie haben wollt. Könnt sie dann auch wieder von Anchor runterladen. Wenn ihr das Tonfile einfach nur schneiden wollt und gar nicht publizieren wollt, dann könnt ihr natürlich das als Entwurf jetzt hier speichern. Das war die kurze Einführung, wie man Audio schneidet mit Anchor. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Freue mich über Kommentare und bis zum nächsten Mal.